Wir melden uns von der Fachmesse Zukunft Personal hier in Halle 2.1 in unserem Studio Z, was direkt neben der Keynote Arena aufgebaut ist. Neben mir ist Sven Semet von IBM. Sven, was sind deine Highlights hier auf der Messe? Ja, erstens mal, dass hier echt verdammt viele Besucher da sind. Also selbst am ersten Tag hier, speziell hier unten im Future of Work Campus oder im Village, wie es ja genannt wird, sehr viele Besucher. Gefällt uns natürlich, wo wir mit Michael Schmutzer und Design Offices ein ganz anderes Messekonzept mal gestaltet haben. Ja, da habt ihr ja Pionierarbeit sogar gemacht, ne? Wir hatten das ja vor 2 Jahren auf der Republika, wo Design Office die Gestaltung gemacht hat, so wie so eine Arena. Und das durchzieht sich hier in der gesamten Halle 2.1. Genau, korrekt. Und noch eins früher auf der CeBIT hatten wir es schon auf dem IBM-Stand, die Social Zone. War auch ein gemeinsames Produkt quasi, IBM und Design Offices. Und das haben wir jetzt hier auch wieder realisieren können. Ein bisschen weniger IBM dieses Jahr mit hier, aber IBM bringt hier auch unsere Themen künstliche Intelligenz in HR. Wir haben ja mehrere Vorträge hier. Und dann natürlich auch die gesellschaftlichen Themen. Heute Nachmittag Initiative Chefsache, wo ja Norbert Janssen auch im Podium sein wird. Genau, das wird dann wieder live übertragen. Das ist, glaube ich, um 15.30 Uhr, wenn ich glaube, 15 oder 15.30 Uhr am frühen Nachmittag. Das wird dann auch wieder live übertragen über den Facebook-Kanal von Zukunft Personal Europa, Europe. Ja, ihr seid ja stationiert beim HR-Roundtable in Halle 3.2. Genau, 3.2 sind wir. Gleich, wenn man am Haupteingang reinkommt, rechts abbiegen. Beim Thomas Buck von HR Roundtable, Personaler für Personaler, dort findet man auch die IBM-Experten. Ja. Was sind die Themen? Ja, Themen künstliche Intelligenz in HR, Chatbots, ganz großes Thema, sowohl im Recruitment haben wir unseren Candidate Assistant dabei, dann auch im Talent Development oder im Talent Management, den Karrierecoach zeigen wir, der sehr gut im Markt entsprechend angenommen wird. Eignungsdiagnostik im Cybersecurity-Bereich ist ein großes Thema, also die Trendthemen schlechthin können wir ganz gut mit Best Practices und Lösungen bedienen. Was sagst du denn von dem Beispiel, was der Thomas Ramge vorhin auf der Keynote Arena vorgetragen hat, ein Hedgefonds, der sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst ja, so rund 75% der Entscheidungen zu automatisieren? Ja, es kommt auf den Prozess an. Also auch wenn ich im Recruitment, sage ich mal, Jobfloor-Mitarbeiter einstelle, kann ich wahrscheinlich 95% automatisieren. Also es kommt auf den Prozess an. Ich kenne mich im Vorgeschäft nicht aus, keine Ahnung. Das hören aber die Lean-Management-Leute nicht gerne dann. Ja, das kann ich nachvollziehen und ich stelle mich ja auch der Diskussion immer wieder, wenn es heißt, wie viele Recruiter brauchen wir noch? Ich sage, ihr braucht alle Recruiter, aber die Auswahl, die wird eine deutliche bessere sein, datengestützt und datenbasiert. Ja, man hat es ja sagen wir, an einer Working Out Loud Session auch dann auch gehört, wie wichtig dann auch die Zusammenarbeit ist, das Netzwerken ist. Das lässt sich dann halt nicht automatisieren. Gerade das Thema Kollaboration ist ja, steht ja hier ziemlich weit oben auf der Agenda. Das können Maschinen nicht. Nein, grundsätzlich nicht, aber auch da werden sie unterstützen. Du bist selber ja fester Nutzer des Watson Workspace. Und im Watson Workspace ist ein Watson Chatbot natürlich auch ein unterstützendes Medium. Aber du hast schon recht, Kollaboration machen die Mitarbeiter untereinander entsprechend gut. Und da ist es natürlich auch so ein Branchentreffen sehr, sehr wichtig. Also es lohnt sich hier nach Köln zu kommen und die entsprechenden Leute wenigstens einmal im Jahr auch mal persönlich zu treffen. Aber virtuell sind wir natürlich schon in der Lage, in der Zwischenzeit über unterschiedliche Kanäle hier auch exzellent zu kommunizieren. Ich habe gerade wieder einen Podcast für nächste Woche vereinbart, den wir uns über eine Plattform entsprechend aufnehmen. Das ist echt easy in der Zwischenzeit und warum nicht so zu kommunizieren? Ja, das war ja sagen wir, auch das große Thema in dem Vorbereitungsteam zur CeBIT, ne? Also für die ganzen IBM-Aktivitäten auch im Live-Studio, dass da dann halt viele gesagt haben, Mensch, also die Integration auch der Videokonferenz, das gepaart mit dem Zugriff auf unterschiedliche Daten, dass der Austausch von wichtigen Informationen, das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten und vieles andere mehr. Auch natürlich der Chatverlauf danach dann, dass man sich halt Nachrichten zuschicken kann, auch personalisiert in 1:1 Modus, auch in Gruppenmodus, alles möglich. Das hat doch viele, sagen wir mal, doch eher begeistert und sie abgebracht von traditionellen Arbeitsinstrumenten.
Ja klar, also wenn ihr auf der Ebene diskutiert, ist eigentlich die E-Mail tot. Wir wissen schon, die E-Mail wird nicht ganz sterben, aber es gibt deutlich bessere Möglichkeiten zu kommunizieren in der Zwischenzeit. Ob ich mit Blogs, Wikis oder tatsächlich mit einer Chat-Funktionalität arbeite und es eben nicht nur rein Chat ist, sondern eben tatsächlich hier eine volle Kollaboration mit dem entsprechenden Austausch und zukünftig eben künstliche Intelligenz eingebaut. Mit wie vielen Leuten seid ihr hier? Oh, unterschiedlich. Ich glaube, heute sind 4, 5 Leute da. Es wechselt so über die Tage. Ich bin auch nur bis morgen Abend da, aber so 4, 5 IBMer sind immer da. Meistens dann beim HR Roundtable? Korrekt, genau. Okay. Anzutreffen beim HR Roundtable, Halle 3.2. Super, dann war das das erste richtige Interview von Studio Z hier live von der Zukunft Personal Europe. Und ja, man hört, sieht und streamt sich auch ein paar Mal, denn wir werden natürlich als Studio Z noch einige Interviewpartner hier vor die Kamera holen. Vielen Dank und natürlich viel Erfolg für die Messe. Ne? Okay, und ich schneide nicht und drücke einfach auf Finish.